News und Talks für Gebildete. Ja, die Ernährungsdocs im NDR. Da kommt es natürlich eigentlich zu der Katastrophe. Da ist eine Familie, die sich völlig krank ernährt und völlig und in der Illusion lebt, sie würde sich gesund ernähren. Und in Wirklichkeit sprießen die Pickel und alles. Also der ganze Körper eitert gegen dieses krankmachende Essen und so weiter. Und es wird nur über Salz geredet von der Ernährungsberaterin. Das ist ja an sich so, schon ein Riesenskandal. Und die zweiten Scientists for Future 2 wissen ja, dass so Richtung vegan liegt natürlich die gesunde Ernährung und nicht woanders. Und dann auch Vorsicht mit Getreide, Vorsicht mit jeder Form des Getreides und Nudeln und Pizza und so weiter waren da im Gespräch und Vorsicht mit Fleisch und ähnlichen Dingen. Um das nochmal deutlich zu machen, also wie ist denn die Situation der Ernährungsdocs? Die Ernährungsdocs stehen vor dem Dilemma, wenn sie wirklich die Leute völlig wahrhaftig beraten würden, dann würden sie nicht mehr gebraucht, dann würden sie aussterben, weil dann sozusagen die Leute wirklich auf einen gesunden Lebensstil gehen würden, Ernährungsstil gehen würden und sie dann eigentlich nichts mehr abrechnen könnten und auch nicht mehr gefragt werden und nicht mehr gebraucht werden. Während wenn sie so Halbwahrheiten bringen, so einiges ist ganz gut, so bei den Ernährungsdocs zum Beispiel, dass sie beim Rheuma sagen, ja, seien Sie vorsichtig mit Getreide, das ist entzündungsfördernd und Fleisch ist entzündungsfördernd und so weiter. Da haben sie recht, ja. Aber es reicht nicht, ein paar Halbwahrheiten zu bringen und die Leute nur so viel auf einen gesünderen Ernährungsstil zu bringen, dass sie danach noch sozusagen möglichst doch noch irgendwie immer noch kränklich sind und immer wieder ein Kunde für die Medizin werden können. Also so diese Halbwahrheiten bringen im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft ja natürlich Erfolg und Geld und so weiter, aber es ist eben alles Halbwahrheit, ja, während wenn sie die ganze Wahrheit wüssten, die Wahrheiten der zweiten Scientists for Future 2 kennen würden und diese dann unterrichten würden, würden sie im jetzigen sozialmarktwirtschaftlichen kapitalistischen System schlicht und einfach pleite gehen, weil das, wenn man den Menschen hilft, dauerhaft gesund zu werden, hat man keine Kunden mehr, ja, und während die Ernährungsdocs machen es also insofern richtig, sie geben so ein paar kleine Halbwahrheiten raus und der Rest ist Irrtum und lassen die Leute noch weiter krank leben sozusagen, dann können sie davon weiter gut verdienen und trotzdem eine Sendung Ernährungsdocs machen. Ne? Es ist halt ein Kompromiss, aber wir brauchen deswegen den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft. Ne? So, dann war die andere Sendung, war Bayern Faszination Wissen, eben auch bei YouTube aufgetaucht. Faszinationswissen zum Thema Salzdurst. Da wurde so eine pseudowissenschaftliche Darstellung der Evolution geliefert sozusagen und dann eben gezeigt, ja, hier Salz, die Menschen haben einen riesigen Salzdurst und waren immer irgendwie knapp mit Salz und so weiter und das wirkt sich heute noch aus, deswegen fressen die Leute so viel Salz. Nein, das kann nicht stimmen, also in der Evolution, wenn wir hier ein Lebewesen haben, das konstruktionsmäßig wesentlich auf NaCl, also Kochsalz, angewiesen wäre und das wäre schwer zu finden in der Umwelt und Salz wäre eine seltene und rare Quelle sozusagen, die also in der pflanzlichen Nahrung nicht ausreichend zur Verfügung stände, dann wäre solch eine Art, diese Art von Menschen wäre längst ausgestorben, während immer nur überleben und sich ausbreiten und erfolgreich Enkelkinder in der Welt platzieren, kann immer nur eine Art, die sich nur von Stoffen abhängig macht, die auch leicht verfügbar sind unter den Bedingungen der normalen Umwelt sozusagen. Also kann es nicht sein, dass NaCl unter Naturnahrungsbedingungen schwer erreichbar gewesen wäre. Dann hätten die Menschheit, wäre dann schon längst ausgestorben. Nein, es muss leicht verfügbar gewesen
gewesen sein, denn der Organismus hat sich verwendet nur Stoffe in seinen Mechanismen, die leicht verfügbar sind und gut verfügbar sein. Nein, unsere kapitalistische, sozusagen unsere krankmachende Ernährung im Rahmen des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft, die hat irgendwie Situationen geschaffen, in denen dann Salzsüchte entstehen und so weiter und macht uns alle krank damit. Das hat nichts mit einem Fehler der Evolution zu tun oder irgend sowas, ja? Also in der Naturnahrung muss also immer genügend Kochsalz NaCl verfügbar gewesen sein, sonst hätte die Evolution die Menschheit ja gar nicht überlebt, sozusagen. Ja, dann gehen wir nochmal zurück zu unserem schönen Bildchen hier oder Go Vegan. Hier so die Bilder zum Thema Vegan. Das war's für jetzt. Danke, tschüssi.